Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Und ich habe gerade hier den Metalldetektor gesehen. Der hat ja einen riesen Alarm gemacht. Da ist also wer erwischt worden. Aber irgendwie ist keine Wache dahin gelaufen und hat da irgendwas gemacht. Deswegen würde ich mal gucken, ob man die da hinstellen muss oder was. Na, jetzt steht die da und läuft weiter. Die ist aber eigentlich hier deployed. Also ja, das ist irgendwie so ein bisschen... Was macht denn die jetzt? Das ist immer Autosave angesagt, so. Jetzt läuft die hier irgendwie einmal komplett durch den ganzen Gang. Und jetzt? Wo läuft sie jetzt hin? Jetzt läuft sie wieder dahin, wo sie stationiert ist. Also es muss doch irgendwie möglich sein, jetzt hier in der Wache zu sagen, ja du, liebe Wache, du bist jetzt hier mal zuständig für den Metalldetektor oder was? Oder gibt es da ein extra Deployment für? Nö. Aber der Metalldetektor wird hier angezeigt. Hm, komisch. Oder muss man dann hier... Wieso brauche ich denn... Hä? You require bureaucracy für Patrols? Hä? Was ist das denn? Wir müssen das nochmal lernen. Was ist denn das? Dann hätte ich nämlich gesagt, dass man eine Patrouille macht, die immer nur hier in der... Also, dass die Wache, die hier patrouilliert in der Küche, dass die immer nur an dem Metalldetektor rumpatrouilliert. Wir müssen gleich mal schauen. Es ist ja nochmal Essenszeit. Ob dann die Leute da irgendwie, wenn die was rausschmuggeln... So, da. Jetzt ist der Metalldetektor läuft. Hat nichts gefunden, ne? Was machen die denn hier in der Küche eigentlich? Die haben doch gar nichts zu suchen in der Küche. Ja. Ne, jetzt stehst du da. So. Also in der Dusche kann man, glaube ich, nichts mitnehmen. Im Workshop könnte man Sachen mitnehmen. Das heißt, wir werden im Workshop Folgendes machen. Wir werden diese Mauer hier, diese Wand hier schließen. Und auch da hinten einen Metalldetektor einbauen. So, und wir sehen auch wieder hier, dass die sind irgendwie, die haben mal Lust zu arbeiten, mal haben sie keine Lust zu arbeiten. Im Moment haben sie ja keine Lust. Ihr kennt das vielleicht auch, ne? Es gibt so Tage, da ist man eigentlich, wüsste man, dass man viele Dinge machen sollte, aber man ist irgendwie nicht motiviert. Man kann sich nicht dazu aufraffen, irgendwas zu machen. Ja, vielleicht geht das unseren Gefangenen auch so. Vielleicht soll er mal ein paar mehr Wachen dazu tun. Vielleicht hilft denen das ja. Denkbar ist es. Tja. So. Ich musste dir gerade mal im Real Life Anweisungen geben. Ich bin ja froh, dass überhaupt mal wer auf mich hört hier. So. Die Gefangenen tun es jedenfalls nicht, denn die sollten eigentlich arbeiten und einige... Was machen die denn hier in der Zelle eigentlich die ganze Zeit? Komm, die suchen wir jetzt mal hier. Also wem traue ich denn nicht? Der ist released und ist immer noch in der Zelle. Hm. Ja, das ist natürlich auch eine Maßnahme, wie ich sogar ja einfach staatliche Gelder weiterkassieren. Wenn ich einfach die Gefangenen, die entlassen werden sollen, einfach noch drin lasse. Ja. Ach, ich finde das eine tolle Idee eigentlich. Das sollten wir immer so machen. So. Ja, und was ich damit erreichen wollte, ist, dass wir jetzt hier setzen wir auch ein Stück Mauer rein. Und dann werden wir hier auch einen Metalldetektor einbauen. Und haben damit erreicht, dass auch hier nichts Gefährliches mehr rausgeschmuggelt werden kann. Denn wenn wir mal gucken hier, Contraband, Fork und Spoon, ne, ist klar. Hier Saw, Screwdriver, Hammer. Aber auch die Leute, die hier unten, ne, hier. Ja. Was war das gerade für ein Satz? Auch die Leute, die hier unten, ne, ja. Oder so. Jedenfalls sehen wir hier wunderbar, wie wir dieses Mal wieder richtig viel Geld verdienen. Wir haben 8 Gefangene, die dazukommen. Das heißt, für die werden wir hinreichend Zellen haben. Und dann können wir uns endlich mal hier weiter dem Ausbau widmen. Das ist gut.
So, was geht hier vonstatten? Genau, hier wollten wir ja auch noch irgendwann dann mal den Boden gescheit ausbauen. Und ja, die Holding Cells ist natürlich immer so ein... Ich weiß nicht, ob man das immer so... Ja, und genau, die Dusche. Wenn wir... Wir haben jetzt 50 Gefangene in der Regel. Und 20 Duschen für 50 Gefangene ist nicht so goldig. Dafür haben wir zumindest schon mal die Küche dann beim nächsten Mal ausgebaut. Und dann eben noch oben die weiteren fehlenden Zellen. Aber das scheint echt gut zu gehen hier. So, und jetzt kommt nämlich der Moment, wo der Hund das Wasser lässt. Jetzt kommt nämlich hier wieder Essenszeit. Und da wollen wir jetzt mal gucken, was genau passiert beim Metalldetektor. Passiert überhaupt was? Und wenn ja, wie viele? So, also laufen da durch. Grün, grün. So, jetzt kommt hier eine Wache angelaufen. Die stellt sich jetzt hier irgendwie nicht dahin. Grün. Alles in Ordnung. Guck mal, das blinkt hier. Alles gut. Und die laufen alle wieder hier durch die... Da, das meine ich. Also wir müssen definitiv hier erreichen, dass hier nur noch der Stuff durchkommt. Oder wir müssen die Stuff Door wegmachen. Hier. Oder wir müssen einen zweiten Gang legen, wo nur der Stuff durch das ganze Gefängnis läuft. Ich glaube, das machen wir. Das heißt, wir dismanteln hier diese Tür und bauen da normale ein. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ja, alles grün, alles im grünen Bereich. So, da muss der Küchenstaff zwar immer durch diese Tür hier, aber da muss der Stuff... Da! Alarm, 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 Alarm. So, da ist einer gefunden worden. Der hat was dabei. Das ist der hier, ne? Der blinkt, oder? Ne, der hier ist es. So, den durchsuchen wir jetzt mal. So. Ne, der ist es. Ach komm, den suchen wir den auch. Der Herr Ashby. Den durchsuchen wir. Da kommt er auch schon, hier. Und? Jetzt gucken wir mal, was er dabei hat. Ja, einmal hier, einmal bitte vorbücken. Jetzt einmal husten. Und wenn er jetzt erwischt wird, müsste er normalerweise jetzt gleich irgendwie so einen Löffel oder eine Säge oder irgendwas in der Hand haben oder da auf den Boden schmeißen. Oder hier halt in das Basket rein. Und dann müsste er ihn in Ketten legen und dann abtransportieren. Schauen wir mal, ob er das macht. Ich nehme mal die Zeit wieder auf normal hier. Das geht ja viel zu langsam. So. Oh, da wird immer noch geguckt. Aha, zack, da hat er ihn erwischt. Und was hat er dabei gehabt? Ein Löffel. Erwischt. So, okay. So, die Tür wollten wir entfernen und dann wollten wir hier eine normale Tür reinbauen, sodass der Stuff dann hier immer komplett durch muss, immer durch den Metalldetektor und nichts mehr rausgeschmuggelt werden kann. Und hier seht ihr auch schon, warum wir jetzt hier die Kantine ein bisschen ausbauen müssen. Die ganzen Plätze sind alle voll. Und hier liegt übrigens, da werden hier die Ratten gefüttert, ne? Da wird extra Speck auf den Boden geschmissen. Mh, lecker. So. Also, hier können wir schon mal wieder eine Wand reinbauen jetzt. Und dann müssen halt die Gefangenen können dann nicht mehr die Abkürzung nehmen. Ja, und der Brains, oder der Brain, der hier gerade einfach mal geschmuggelt hat. Wieso ist denn jetzt die Tür wieder da? Ja, der wird jetzt gerade schon in eine Zelle abtransportiert. Übrigens, ich habe echt überlegt, man kann diesem Spiel eine Widmung geben. Und zwar kann man einen Gefangenen kaufen, der heißt dann so wie ihr. Also, meinetwegen gäbe es dann in Prison Architect in Zukunft den Gefangenen Garderol. Weltweit. Also jeder, der sich das Spiel kauft, und spielt, hat dann irgendwann mal einen Gefangenen, der Garderol heißt. Zum Beispiel. Das finde ich eine lustige Idee. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Ich glaube $20 oder so. Und so viel Spaß, wie ich mit dem Spiel habe, denke ich echt darüber nach. Weil man kann dem auch einen Lebenslauf schreiben. Kann dann sagen hier, ne? Was ist denn jetzt eigentlich hier? Ah, hier, wieder Metalldetektor. Jetzt geht's wieder. Achtung. Ja. Alles grün. Und die laufen wieder hier durch. Ey, Leute, baut mal die Wand jetzt hier, sonst... Oh, das ist eine Stuff Door, das geht doch gar nicht. Weil jetzt hier, ne, die können alle theoretisch was rausschmuggeln. Alle. Also, das ist nicht gut. Haben wir hier noch Leute, die entkommen sind? Nein, so. Okay, also, Zeit weiterlaufen lassen, läuft alles hier. Wunderbar. So, jetzt geht's langsam auf die Nacht zu. Und in der nächsten und letzten Folge dieser Staffel werden wir uns dann angucken...
werden wir uns dann angucken, was passiert eigentlich, wenn wir dann wirklich Leute nochmal erwischen beim Tunnelgraben. Jedenfalls werden wir genug Kohle haben, um neue Zellen zu bauen. Wenn ihr seht hier, die Tische sind voll. So, diese Sicherheitslücke haben wir jetzt auch geschlossen hier, hoffe ich. Sieht ganz gut aus. Dann können wir hier noch ein paar neue Tische reinbauen. Wir haben ja zu wenig Platz. Und dann müssen wir die Duschen ausbauen. Aber wir wollen jetzt natürlich erstmal gucken, wie viel Geld kriegen wir denn hier. So, und jetzt wieder gucken. Hier schlafen die auch, die Gefangenen. Wie viel kommen morgen? 8 kommen morgen. Das heißt, wir müssten 8 neue Zellen bauen. Einige werden auch entlassen. Sehen wir hier. Das heißt, hier, 2 werden entlassen. Das heißt, wir kommen damit den Zellen wieder hin. Wenn wir neue Zellen bauen, hat also jeder Gefangene seine Zelle. Gleich um 11 Uhr ist Verschlusszeit. So, in den Zellen, wo jetzt noch jemand nicht schläft, werden wir die einfach mal durchsuchen. Die hier zum Beispiel, der ist immer noch irgendwas am Machen. Und wenn er zum Beispiel einen Löffel rausgeschmuggelt hat und damit unter der Toilette einen Fluchttunnel gräbt, dann wollen wir die natürlich erwischen, ne? Ansonsten, helft bitte mit dran denken, dann morgen einmal zu gucken, dass wir beim Aufstehen, beziehungsweise kurz vorm Aufstehen, dann eben einmal die Zelle durchsuchen. So, hier kommt der, jetzt wird er geguckt unterm Bett. Im Klo. Ja, der stellt sich schlafen, das nützt ihm aber nichts. Naja, nichts gefunden, okay. Jetzt noch das WC. Aber sieht gut aus, okay. Ja, dann, jetzt können langsam die Türen zugehen. Jawohl, 11 Uhr, alles zu, alle schlafen, alle friedlich. Jetzt gucken wir mal ein bisschen, was die Werker machen. Die haben wir hier schon wieder aufgefüllt, das ist gut. Es geht also auch ohne. 3 Köche haben wir jetzt. Die kommen auch ganz gut dadurch. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, dass hier Hunger ausgebrochen ist, dadurch, dass wir jetzt keine, dass wir die Gefangenen jetzt so sortiert haben, dass wir, was ist denn hier passiert? Oh, unser Gefängnis ist überhaupt nichts mehr wert, weil wieder ein weiterer entkommen ist. Also durch den 4. Entkommenen, den wir jetzt hatten in der letzten, noch vorletzten Folge, haben wir echt, ja, unsere Gefängnisbewertung ist im Arsch sozusagen. Aber wir kriegen jetzt neues Kapital, um das ein bisschen zu ändern. Hier, die sind immer noch fleißig. Das ist gut. Die stehen hier nur rum. Haben wir die jetzt eigentlich repariert hier? Oder was ist hier Sache? Ja, die scheint zu funktionieren. Also die Wäsche scheint sauber zu sein, oder? Gucken wir mal eben bei Needs. Komm mal her. Ja, sieht gut aus. Die haben also nur Schlafbedürfnis. Aber einige schlafen nicht. Einige sind offenbar wirklich am Buddeln. Und die werden wir rausfinden. Und zwar, indem wir gucken, wer hat denn hier Schlafbedürfnis, obwohl er gerade schläft. Also das Bedürfnis, was gerade befriedigt wird, ist ja auch grün angemalt, wenn ich es richtig sehe. Und wenn die, wenn diese Sternchen ganz groß, weit nach außen gehen, dann stimmt da was nicht. Und dann wollen wir da mal gucken, was da Sache ist. So, jetzt kommt erstmal der Moment, wo der Hund das Wasser ist. Ich hoffe mal auf, sag mal, 14.000. Oh. 16.000, okay. Das heißt, wir können jetzt als erstes mal, was machen wir als erstes? Wann kommen die Gefangenen? Machen wir erstmal, wenn die Gefangenen kommen. Ne, wir lassen weiterlaufen, weil sonst wird euch das langweilig. Also wir machen als erstes mal hier die Kantine. Das geht ja schnell. Also eben die Tische und Bänke da rein. So, und zwar machen wir hier noch einen hin oder machen wir die hier hochkant oder wie machen wir das? Wir machen das mal so. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Da haben wir schon mal 2 Tische. Ja, und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Teil, wenn es wieder heißt, Garderol spielt Prison Architect. Weil nächste Folge kommt, seht ihr im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und ich würde mich riesig freuen über Daumen und Feedback und so weiter und so fort. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.